ein Regal mit einem Boden wird anders behandelt als ein Regal ohne Boden. Oder auch allgemein ist es ganz anders, als wenn ihr gar kein Regal habt. Hey Leute, heute reden wir mal wieder etwas über Teezeremonie. Ja, ich weiß, das hatten wir in letzter Zeit echt oft, gerade in den Storytime-Videos. Bisher waren 2 von 3 Folgen über Erlebnisse, die ich mit meinem Teezeremonie-Club zusammen hatte. Jedoch habe ich das Gefühl gehabt, dass bei euch irgendwie so ein bisschen das Interesse an dem Thema dadurch auch aufgeblüht ist. Relativ viele Anfragen, auch gerade über Instagram, kamen rein, dass ich doch mal ein bisschen mehr und ein bisschen detaillierter über dieses ganze Thema reden könnte. Und deswegen möchte ich meinen Teil zu der ganzen Matcha-Hype-Thematik beitragen, indem ich ein bisschen über die Tradition der Teezeremonie mit euch teile. Heute geht es erstmal darum, wie bin ich überhaupt zur Teezeremonie gekommen und was ist Teezeremonie eigentlich, vor allen Dingen für mich mit meiner persönlichen Note. Ich war noch nie ein Mensch, der wirklich viel Kaffee getrunken hat. Ich komme da geschmacklich einfach nicht ran und auch vom Gefühl her fühle ich mich dann eher hibbelig, als dass ich wirklich wach bin. Deswegen habe ich schon relativ schnell auf Alternativen umgestellt, und zwar Tee und vor allen Dingen grüner Tee. Das bekommt mir einfach sehr gut und ich hatte damit immer gute Erfahrungen, wenn ich wirklich müde war, dass ich dann trotzdem noch einen halbwegs produktiven Tag hatte. Doch wie bin ich jetzt vom grünen Tee, vom normalen grünen Tee, den wir alle kennen, eigentlich auf Matcha gekommen? Naja, das fing alles hiermit an, mit einem Matcha KitKat. So dumm das jetzt auch klingen mag, aber als ich das erste Mal ein Matcha KitKat gegessen habe, habe ich mir gedacht, schmeckt eigentlich ziemlich gut. Das Problem ist, dass ein Matcha KitKat eigentlich gar nicht so viel nach Matcha schmeckt, weil es eben, ja, mit Schokolade gemischt ist, sehr süß ist. Trotzdem war das aber für mich der Auslöser, etwas mehr in die ganze Thematik Matcha reinzuschauen. Und deswegen habe ich mir dann damals einen relativ günstigen Matcha bestellt und sehr schnell gemerkt, dass ich einfach die Art und Weise der Zubereitung sehr interessant finde, weil es einfach was komplett anderes ist und weil ich einfach das Gefühl mochte, wenn ich einen Matcha getrunken habe. Also ich war wirklich komplett wach, ich war den Tag über da und es ist irgendwann ganz saft abgeklungen und man hatte nicht dieses Hoch, was viele Leute vom Kaffee kennen, und dann das Tief danach. Das gibt es einfach beim Matcha nicht. Das gibt es auch beim grünen Tee nicht wirklich, aber Matcha ist einfach wirklich nochmal ein Ticken schärfer und ein Ticken krasser. Das war so Anfang 2016 und dann habe ich immer mal einen Matcha getrunken und fand das auch ganz toll. Den richtigen endgültigen Schritt in die Richtung Teezeremonie habe ich dann aber erst im Sommer 2016 gehabt. Da hatte ich die Möglichkeit, bei einer öffentlichen Teezeremonie zuzuschauen und war sofort davon gefesselt. Wie anmutig die Japanerin den Tee zubereitet hat, wie viel, ja, auch Achtsamkeit und Ruhe und Gelassenheit und aber auch Konzentration da drin gesteckt hat. Und da hatte ich so das Gefühl, boah, das ist was. Das ist ein richtig tiefes und richtig, ja, kulturell inspirierendes Thema einfach. Ich weiß nicht, wie ich das anders ausdrücken soll, aber ich saß da und hatte das Gefühl, das will ich auch können. Und als ich dann in Japan war, habe ich mich relativ schnell umgeschaut, wie kann ich denn Mitglied sein bei einem Teezeremonie-Club. Und wollte eigentlich auch direkt dem Club beitreten, jedoch hat das mit meinem Stundenplan nicht ganz so gut gepasst und ich habe dann die Priorität darauf gesetzt, erstmal meine Sprachkenntnisse zu vertiefen. Und diese Entscheidung habe ich auch nie bereut, denn ihr müsst euch vorstellen, im Teezeremonie-Club ist niemand darauf eingestellt, Englisch zu sprechen. Meine Teelehrerin war eine über 60 Jahre alte Japanerin und auch die anderen Studenten hätten wahrscheinlich schon das eine oder andere Wort Englisch verstanden, aber die Spielregeln waren von Anfang an klar, es wird kein Englisch gesprochen. Fun Fact an dieser Stelle, daher habe ich alles in Bezug auf Teezeremonie nur auf Japanisch gelernt. Das heißt, ich habe für all die Utensilien, die man benutzt, nie ein deutsches oder englisches Wort gelernt, sondern nur die japanischen Begriffe. Deswegen ist es manchmal schwer für mich, Begriffe wie Schöpflöffel, Schöpflöffelhalter oder Kessel auf Deutsch zu finden, weil mir immer erstmal das japanische Wort einfällt, weil ich das so gelernt habe. Aber zurück zur eigentlichen Geschichte. Ich bin dann im zweiten Semester regelmäßig zum Teezeremonie-Club gegangen. Das bedeutet, einmal pro Woche hatten wir dann Übungen
Und in diesen Übungen hat man dann mindestens einmal Tee zubereitet und war mindestens einmal Gast und hat Tee getrunken sozusagen. Für beides gibt es unterschiedliche Dinge, die man beachten muss. Ich hatte das Glück, während dieses halben Jahres dann auch einmal bei meiner Teezeremonielehrerin zu Hause zu einer Teeübung zu gehen und aber auch mit dem Club gemeinsam in einen Tempel zu fahren, dort Teezeremonieübungen durchzuführen und dort sogar zu übernachten. Zu den beiden Ereignissen habe ich auch ein Video in meiner Ansumonogatari-Reihe gemacht. Da könnt ihr einfach mal hier oben aufs i klicken und dann kommt ihr zu diesen Videos. Als ich dann wieder in Deutschland war, habe ich mich natürlich sofort nach einer Teelehrerin umgeschaut. Denn ich wollte das Ganze, was ich in dem halben Jahr gelernt habe, nicht einfach verkümmern lassen und hatte das Gefühl, dass es mir zu wertvoll ist und ich da eigentlich auch noch weiter einsteigen möchte. Ich hatte das Glück, dass es hier in meiner Umgebung eine Japanerin gibt, die einmal im Monat am Wochenende Teezeremonieübungen anbietet. Das heißt, ich kann jetzt einmal im Monat zur Teeschule gehen und versuchen, mein Wissen zu vertiefen. Natürlich ist das nicht ganz so intensiv, wie wenn man einmal in der Woche eine Übung hat, aber es ist für mich immer noch besser, als einfach gar keine Übungen mehr zu machen und gar nicht mehr in dieses Thema weiter einzusteigen. Und das war so grob meine Geschichte, wie ich zu dem Thema Teezeremonie gekommen bin und wie ich es aktuell auch noch praktiziere, sage ich mal. Jetzt kommen wir aber mal wieder zurück zu der Frage, was ist Teezeremonie eigentlich? Kleiner Disclaimer, das ist meine persönliche Antwort dazu. Das muss nicht für jeden stimmen, ich versuche es aber so gut wie möglich rüberzubringen. Bei der Teezeremonie geht es um die Zubereitung von Matcha. Dabei gibt es jedoch sehr viele Regeln und Handlungsschritte, die zu befolgen sind. Sowohl für die Gäste als auch für den Zubereiter. Doch im Endeffekt geht es darum, vor allen Dingen achtsam, bewusst und gemeinsam den Tee zu genießen und aber auch die Zubereitung zu genießen. Das bedeutet, dass eine ganz normale Teezeremonie mit einem ganz normalen Matcha eben schon mal eine halbe Stunde dauern kann. Dazu kommen dann noch Dinge wie Kohle austauschen oder Wasser nachfüllen oder aber auch verschiedene Arten von Teezeremonien mit dickerem und dünnerem Tee. Und wenn man möchte, kann man auch einen ganzen Tag mit Teezeremonie zubringen. Das haben wir im Tempel damals auch gemacht. Außerdem ist es so, dass verschiedene Utensilien die Handlungsreihenfolge beeinflussen können oder überhaupt generell die Handlungsabfolge. Das bedeutet, ein Regal mit einem Boden wird anders behandelt als ein Regal ohne Boden. Oder auch allgemein ist es ganz anders, als wenn ihr gar kein Regal habt. Außerdem gibt es eine Teezeremonie mit einem langen Brett, wo dann auch alles nochmal wieder anders ist. Und es gibt dann auch ein Regal, was so lang ist wie das Brett, was auch ganz anders ist als das normale Regal. Ihr seht, da gibt es sehr, sehr viele Variationen und Möglichkeiten. Ich hoffe, ihr kriegt ein bisschen so ein Gefühl dafür, wie komplex dieses ganze Thema am Ende doch ist und dass es nicht einfach nur einen Tee zu bereiten ist. Da ich gemerkt habe, dass das Interesse an dem Thema eben doch recht groß ist, möchte ich das ganze Thema Teezeremonie auf meinem Kanal ein bisschen weiter ausweiten. Ich habe gedacht, dass man so eine Art Video mal machen könnte, was sind so die Standardutensilien, die es gibt. Wie sieht so eine ganz einfache, normale Teezeremonie aus? Welche Handlungsschritte gibt es da? Vielleicht auch mal mit dem Fokus auf dem Gast, vielleicht auch mit dem Fokus auf den Zubereiter. Jedoch möchte ich die ganzen Inhalte sehr auf eure Interessen und, ich sag mal, Bedürfnisse zu dem Thema anpassen. Deswegen schreibt mir doch mal gerne all eure Ideen und Fragen unten in die Kommentare, damit wir das Ganze jetzt so ein bisschen gemeinsam gestalten können. Ich hoffe, der Einblick heute hat euch gefallen und ich hoffe wirklich, dass das Thema auch guten Anklang findet. Ich weiß, dass die Zielgruppe für das Thema Teezeremonie nicht die Hauptzielgruppe meines Kanals sein wird. Ich hoffe aber, dass vielleicht ein paar Leute sich mehr für dieses Thema begeistern können dadurch und dass einfach die, die auch wirklich Interesse haben, trotzdem alle Detailinfos mitbekommen, die sie dann haben möchten. Deswegen freue ich mich auf weitere Videos in diesem Bereich und bedanke mich dann heute fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao!